So, dieser Baumarkt ist einer mit der größten hier in Thailand, Thai Wat Sa Do. Und hier kriegt man wirklich jede Menge Zeug. Und das gucken wir uns jetzt mal eben kurz an. So, hier draußen eine Menge Pflanzkübel für den Gartenbereich. Oder hier Wasserschläuche in jeder Größe. Und ja, als erstes wird man hier auch von Haufen Mülltonnen begrüßt, wenn man aus dem Auto aussteigt, in sämtlichen Farben. Ja, wer sowas braucht, okay, ne? Warum nicht, ne? Ja, hier kann man mal die Preise sehen, 1480 Baht. So eine Mülltonne. Nicht schlecht. Okay, los, dann gehen wir mal rein. Wieder Automatenhaufenweise hier. Oh, mit Getränke. Oder was zu essen. Bankautomaten. Und Mr. Donut. Aha, oh, sieht aber leer aus hier. Alles ausverkauft. Alisa ist finished, wa? Nothing inside. Okay. Gehen wir mal rein. Und guck mal hier, eine Sitzgruppe vor dem Garten. Sitzgruppe aus Holz für den Garten. Was heißt das, Alisa? Was ist das? From Bislang Shop. Ach so. Das ist eine, not for sale. No. Nicht zum Verkauf. Ist hier vom, von der, von dem, okay. Von dem, genau, von dem Donutladen hier. Was ist denn jetzt los? Ist in oder nee, ist in, ist out. Ich will gehen. Das ist der Ausgang. Der Eingang ist auf der anderen Seite. So. Ah, hier. Promotion, Angebote hier. Akkuschrauber. Kompressoren. Hier Küchenbedarf. Toiletten, alles Mögliche. Ja, gut. Ja, wir können mal ein Prospekt hier mitnehmen. Ein Prospekt. Ja. Oh, heute brauchen wir nicht so viel. Ein Korb wird wohl reichen. Akkuschrauber hier, so Bohrmaschinen, wunderbar. So, wir brauchen was, um die Stühle zu reparieren. Mal gucken, er zeigt uns das jetzt. Mal sehen, ob er das hat. Aha. So, hier Schrauben, haufenweise Schrauben, Schellen, hier Nieten, Beutel, jede Menge Nieten vor allen Dingen hier. Was haben wir noch? Oh, hier Haken. Verstellbare Haken, alle in sämtlichen Größen hier, Schäkel. Ja, alles da. Aber wahrscheinlich nicht das, was wir brauchen. Wir brauchen ja diese kleinen Einschlagplastikdinger. Für die Stühle unten drunter. Damit die nicht so quietschen auf dem Boden. Ne? Das ist so im Prinzip so ein Nagel mit einem Plastik dran. Unten, damit es nicht so laut ist. Ne? So, das ist das hier. Ne? Sowas.
Aber das sucht er jetzt gerade. Mal gucken, ob wir sowas haben. So, hier ist die Werkzeugabteilung. Auch so wie bei uns, ne? Ganze Sets. Ja, mit lauter Zeugs drin. Oder eben auch einzeln hier, ne? Schraubenzieher. Wasserwaage. Oh, Wasserwaagen gibt es hier auch. Habe ich bei noch keinem Handwerker hier gesehen. Aber gibt es. Guck an. So, Hämmer. Zangen. Haufenweise Zangen. Schlüssel. Oh, wow. Hier, sämtliche Größen Schlüssel. Knapp 400 Baht, 32er Ring-Maul-Schlüssel. Und hier alle Größen sind dabei. Alle Größen, was du brauchst. Hier, gekröpfte Ringschlüssel. Jo. Aber wie ist die Qualität hier? Was ist die Qualität? Ach so, das ist mit Ratsche. Aha. Kostet 360 Baht in der Größe 19 mm. Mhm. Ja, Rohrzangen hier. Ja, das Lustige ist, der Mann, den wir hier angesprochen haben und gefragt haben, ob er diese Dinge hat, hat da kurz hier mit uns am Regal geguckt, hat sie nicht gefunden, hat gesagt, er kommt gleich wieder, er guckt mal. Aber er kommt nicht mehr wieder. Also ich denke mal, er weiß nicht, ob es das hier gibt. Und er will sich nicht die Blöße geben, hier zu sagen, oh nein, das weiß ich leider nicht. Also ja, ist thailändische Mentalität, dann kommt er einfach nicht mehr wieder. Aber okay. Hier zu den Klimageräten. Ja, hier so transportable gibt es hier. 2488 Baht. Oder hier ein bisschen größer. 4488 Baht. Ah, ja. So, das sind ja hier diese festmontierten. Ne? Hier eine kleinere Version, knapp 10.000 Baht. Hat 12.510 BTU. Ja. Für kleine Räume absolut okay. 10.000 Baht ist auch jetzt nicht die Welt. Ne? Das geht. Ja, hier ist ja, das, wie sagt man, das Aggregat für draußen. Und eben ja, der Inverter für innen. Ne? So, oh, Fernseher gibt es auch hier, massenweise. Guck an. Guck an, guck an. Oh, reduzierte sogar. So, was haben wir? 40 Zoll, runtergesetzt auf 5040 Baht von TCL. Hier noch einer. 43 Zoll Smart TV von Samsung, 4100 Baht. Oh, der Preis ist aber nicht schlecht. Das kann man lassen. Hier ein bisschen kleiner, 32 Zoll. Ja, schön. Gute Angebote hier. Gute Angebote, kann man nicht anders sagen. So, haben wir jetzt gefunden, die Dinger. Hier sind sie. Kosten 38 Baht. Für 20 Stück. 20 Stück ist genau das, was wir brauchen. Sehr gut. Sehr gut. Fenster, Fenster hier, aha. Fensterabteilung. Ja, das sind ja die normalen Schiebefenster hier, die hier überall eingebaut werden. Oder hier diese Schiebetüren. Das ist ja hier so Standard, ne? Hier zum Beispiel. Sowas haben wir ja zu Hause auch. Aber Einbruchssicherheit ist natürlich gleich null, ne? Aber okay, warum nicht? Wasserpumpen. Wasserpumpen. Oh, hier so ein
Behälter, Regenwasserbehälter für draußen. Kostet 700 Liter 8090 Baht. Mhm, gut. Also ihr seht schon, hier gibt es alles Mögliche. Rohre, Wasserleitungen. Das sind die Rohre hier. Das sind die typischen Wasserrohre hier in Thailand, die hier überall verlegt werden in den Häusern. In den Häusern oder draußen. Das sind hier diese blauen typischen Wasserleitungen, die man hier wirklich überall sieht, ne? Auch in verschiedenen Größen natürlich. Oh, hier die verschiedenen Größen. Sämtliche Durchmesser hier. Ja, hier Gartenschläuche, anderes Zubehör. Na, gucken nach den Gartenstühlen. Uns ist nämlich einer kaputt gegangen. Vielleicht finden wir hier einen adäquaten Ersatz dafür. The chairs are leave, right? Check the chairs. Ja. Mal sehen. Und hier auch Gartengeräte, Zangen, Sägen, Messer, Laubpuster. Laubpuster. Ja. Richtig großes Ding, kein Laubpuster. Kostet 8500 Baht. Benzin getrieben. Ja. Ja. Hier Deko für draußen. Ah, hier Rasenmäher. Die wollte ich euch mal zeigen. Ne? Elektrische Rasenmäher. 4900 Baht. So Nummer mickrig, also ganz klein. 4200 Baht. Dekofiguren. Oh, welcome. Guck mal. Das sieht nicht schlecht aus. Oder hier die Messer, Gartengeräte für draußen. Messer, Äxte, keine Ahnung, um alles klar, kurz und klein zu schneiden. Ne? Hier die Stiele dazu, hier kriegt man die Dinge einzeln. Hey, da haben wir schon mal ein Video von gemacht, von diesen Dingern. Die hat da so ein Schmied selber hergestellt. Das Video verlinke ich euch mal hier oben rechts. Dann könnt ihr euch das auch noch mal anschauen, wie diese Gartenmesser hergestellt werden. Hier sowas hier. Das hier hat er. Das hier hat er hergestellt. Selber geschmiedet. Das Video verlinke ich euch auf jeden Fall hier oben rechts. Ja, andere Gartengeräte. Heckenscheren. Elektrische Heckenschere. Was haben wir hier? So, kostet 3590 Baht. Elektrische Heckenschere. So, sehr solide. Macht einen guten Eindruck, das Ding. Hier so Freischneider, ne? Oh, Benzinfreischneider. Das schafft was, ne? Aber ist auch nicht so teuer. 3390 Baht oder dieses Modell hier 4280 Baht. Das ist aber ein Akkugetriebener, so wie es ausschaut. Das hier ist Benzin. Und die auch hier, Benziner, okay. Na, Spaten, Mistgabeln, ja, so Kanister zum Giftsprühen hier, weiß ich nicht, wie die heißen. Oh, hier Benzinrasenmäher, was für ein Ding. Euroe, 16.900 Baht. Na, hier, Benzinrasenmäher, schön, gut, 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 okay. Oh, hier die Grillabteilung, das ist auch schon nice. Hier ist so eine Art Smoker, ne? Kostet 3980 Baht. Aber qualitätsmäßig, naja, ach so, ist nicht festgeschraubt hier. Oder hier ein bisschen günstigere Ausführung. Oh, mit Drehspieß dran hier. Kannst du deinen Grill gut schön drehen. 2480 Baht. Ja, und hier so die typischen Grills hier. Rundgrills. Ne? Brunnen für draußen. Schön. Und das sieht auch schön aus hier. So eine Art Vogeltränke. Ne? Aber das ist
2980 Baht. Na, nicht gerade ein Schnupperpreis, würde ich sagen. Ja, Deko für draußen halt, ne? Oder hier ein Kaktus mit Lampe, Solar. Plastikblumen, na gut, Plastikblumen brauchen wir nicht. So, hier haben wir die Gartenstühle. Die Gartenstühleabteilung. Oh, hier so eine Hollywood-Schaukel. Was kostet denn so ein Ding? Das sieht aber nicht schlecht aus. Die sieht nicht schlecht aus. Kostet hier 5.980 Baht. Das ist okay. So, hier haben wir jetzt die Stühle. Ich habe nämlich einen zerbrochen. Aber ich denke, der ist auch zu weich. Zu klein und zu weich. Ja, das sieht gut. Das looks good. Aber big. Wow, 678 Baht, ein Plastikstuhl hier, gut. Ja, ziemlich massiv hier, ne? Das sieht schon massiv aus. Hier sind die kleinen, günstigen Dinger hier. Das sieht ja mehr aus wie ein Kinderstuhl hier. Alisa, this is for kids? Ne, die sind einfach so klein. Ja, also... So, bei diesen Plastikstühlen schreiben die hier immer drauf, mit wie viel Kilo man die belasten kann. Und der wäre jetzt hier zum Beispiel bis 80 Kilo belastbar. Und dann ist Schluss, dann bricht er wahrscheinlich, ne? So, Badezimmerabteilung hier, Badewannen. Haufenweise Badewannen. Wer das hier in Thailand braucht oder eben auch ja, Toiletten. Also hier gibt es auch keine Grenze, ne? Guckt ihr das mal an. Beide Seiten, alles mit verschiedenen Toiletten hier. Ja. Wahnsinn. Oder hier, oh, ganze Badezimmer. Kann man hier, so, ne? Toilette oder hier Urin mit Urinal. Und das Interessante hier in Thailand ist, es gibt zu jeder Toilette gibt es hier so einen Sprühschlauch dazu, sage ich mal, der ist am Wasser angeschlossen. Hier. Damit kannst du dir hier deinen Allerwertesten nach ja, sauber machen. Es wird hier also mit Wasser gemacht und das findet man also in wirklich jeder Toilette hier, dieses Ding. Das gibt es auch, glaube ich, nur in Thailand. Habe ich auch noch nirgendwo anders gesehen. So, hier habe ich jetzt mal ein richtiges Schmuckstück entdeckt. Eine Whirlpool-Badewanne. Mit lauter Düsen drin. Aber nicht so billig, ne? 27.800 von 54.000 Baht runtergesetzt angeblich. Das ist schon eine Hausnummer, ne? Hier noch eine andere. Eine dreieckige. Nice. Für 32.800 Baht, reduziert von 67.000 Baht. Ne? Schön. So, hier haben wir die Fliesenabteilung. Oh. Hier mit Bildern sogar. Du kannst die ganze Bilder machen. Oder das hier vielleicht für die Küche. Ne? Ja, ist Geschmackssache. Ne? Ja, normale Fliesen, in Anführungsstrichen. Oder hier Steinoptik. Ja, gibt es alles, ne? Hier sind die normalen Fliesen, die wir auch kennen, hier die Größe halt zumindest. Ne? Schön. Glasbausteine hier. Also eine riesige Auswahl. Ne? Hier geht die Fliesen noch weiter.
riesige Fliesenabteilung. Oh, hier haben wir jetzt die Laminatabteilung gefunden. Das gibt es natürlich hier auch. Ne? Auch, wie man sehen kann, ohne Ende. Kostet der Quadratmeter im Schnitt so, ja, 400 Baht vom Laminat. Ne? Hier ein bisschen günstiger. Ja, kommt so drauf an. Jetzt haben wir riesige Bodenfliesen gefunden. 60 x 120 in Hochglanz. Ja, sieht auch so aus wie Marmor. Ja, und liegt so im Schnitt bei 700 Baht oder 600 Baht, hier ein bisschen günstigere. Ja, auch jede Optik oder hier in Grau. Ja. Ja. Hier so weiß marmoriert, ne? Looks like Marmor. Auch so knapp 700 Baht. Boah, hier auch very big. Das ist jetzt sogar die Größe 80 x 160. Da liegt der Quadratmeter hier bei 800 Baht. Aber das ist schon eine Hausnummer, ne? Wir sind schon richtig groß. Die verlegst du auch nicht mal so ohne weiteres alleine. Da brauchst du wohl noch ein paar Leute dafür. Ja, schön. Sehr schön. Hier haben wir ein paar kleinere fertige Küchenblöcke. Klitzekleine Blöcke. Hm? Aber das, ja, weiß nicht genau, aber hier, das ist 19.980 Baht, reduziert von 24.900 Baht. Hört sich jetzt für dieses kleine Ding erstmal ein bisschen viel an. Ist auch keine Elektrogeräte, nichts drin, ne? Tja, und das hier 10.000 Baht? Ne? Hm? Tja, keine Ahnung. Ne? Ja, das ist so jetzt hier die Küchenabteilung, ne? Oder hier ein bisschen größer. Ne? Soll sich alles selbst zusammenstellen, ne? Hier die einzelnen Schränke, was man braucht, ne? Aber das ist kein Scheiß. So, guck mal, dicke Türen. Oh, innen auch mit Fliesen ausgeschlagen. Ja, kann man sehen hier. Also Qualität ist mit Sicherheit nicht schlecht. Ja. Guck mal, das ist alles relativ dick hier. Das ist voll. Ja, okay, gut. Hier ist das gleiche, so Mini-Küchenblöcke, kann man sich auch selbst zusammenstellen, welche Schränke man braucht. Ne? Und hier, oh, das sieht gut aus hier. Das ist die Küchenabteilung, wirkliche Küchenabteilung. Aber auch alles ohne Elektrogeräte hier. Es ist einfach nur, ja, eine Maßanfertigung, denke ich mal, ne? So wie bei uns auch. Ne? Kannst du dir hier ausrechnen lassen und dann kannst du dir die zu Hause einbauen lassen, die Dinger, ne? Die Küchenteile, ne? I want to make a movie from this one only. I want to see here, you know? Yeah? Okay, thank you. Das ist hier mit Ceranfeld, ne? Ja, Elektrogeräte. Auch einzeln zusammenstellen. Kann man sich einzeln zusammenstellen. 4890, ne? Das ist die Preis von Tutu. Ja, so viel wie man braucht, im Prinzip auf Maß, ne? Ja. Das ist jetzt die Elektroabteilung, man kann also alles mögliche integrieren, auch einen Ofen dazu, ne? Kochfelder, Ceran oder mit Gas, kein Problem. Wow, hä? Super! Ja. So think is a good idea, ja? Yeah? Mm.
Yeah, you can make many things. You can make with this one pizza. ถ้าพิซซ่าก็ได้ครับผมนี่มีโปรแกรมครบนะคุณลูกค้าเนี่ยมีคอนเวนชั่นเราสามารถทำอาหารพร้อมกันได้หลายๆชั้นได้ครับผมโดยที่เราทำรสใช่ครับเนี่ยเอ็กซ์ตร้าคือตัวนี้ในโปรแกรมนี้เลยลูกค้าสามารถSo, wir sind jetzt fertig hier und gehen jetzt zur Kasse und gehen jetzt nach draußen. Wieder zum Parkplatz ins Auto hinein. So, wir haben jetzt eine Tasse gekauft hier, die aber falsch ausgepreist war. Dann habe ich gleich an der Kasse gesagt, ich möchte die zurückgeben. Jetzt ist das Problem, dass hier ein Riesenaufstand gemacht wird wegen einer Tasse, die zurückgegeben werden muss und hier mehrere Leute beschäftigt werden. So, also der Preis wurde vergessen in der Kasse zu ändern. Am Regal war der Preis wohl richtig und die haben jetzt im Prinzip drei Leute damit beschäftigt, dass ich die Tasse zurückgeben kann. Das hat aber irgendwie nicht funktioniert und dann hieß es zwischendurch, ich muss zwei Wochen auf mein Geld warten, weil ich mit Karte bezahlt habe, bis das zurückgekommen ist. Und ja, im Endeffekt haben sie mir jetzt im Prinzip die Hälfte vom Geld wiedergegeben und ich konnte die Tasse eben für diese 35 Baht kaufen und nicht für 70 Baht. Das war wohl jetzt für die einfacher, das so zu machen. Aber das ist schon unglaublich, also es ist sehr kompliziert. Und da fragt man sich, bei so einem riesigen Baumarkt, wenn man jetzt hier ein Haus baut zum Beispiel und hier mehrere Sachen kauft und vielleicht auch große Dinge und da irgendwas nicht passt, dann hat man wirklich ein fettes Problem, diese ganzen Sachen vielleicht wieder zurückzugeben. Also sehr kundenunfreundlich, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Ja, gut, kann man jetzt mal so sehen, wie man möchte. So, wir sind wieder zurück und jetzt werde ich mal die Stuhlbeine mit diesen Plastikdingern hier beschlagen. So hört sich das an, ohne diese Plastikbeschläge. So, hier haben wir sie, hier ist der Stuhl und hier. So, diese mache ich jetzt hier rein und dann dürfte das auch nicht mehr quietschen. So, dann wollen wir mal die Dinger an die Stühle drin machen, damit es nicht mehr so quietscht. Eins. Okay, so, das war's für heute von unserem Baumarktvideo. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da und schreibt auch ein paar Sachen in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat. Würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.